Wir haben unseren Hund Mimi genannt, weil sie damals sehr, sehr klein war. Mit 9 Wochen ein ausgesprochen kleines Tier, was wirklich in den Handteller meiner Hand reinpasste. Und ich wollte den Hund Mini nennen, aber mein Sohn sagte dann, Mimi wäre doch lustiger. So ist sie zum Namen gekommen. Mimi ist eine Prager Rattlerin, gehört zu der Unterfamilie der Pinscher und das ist eine ganz seltene Rasse, vor allen Dingen in Deutschland. Prager Rattler ist eine tschechische Rasse aus der Gegend um Prag. Diese Hunderasse ist schon sehr alt und ursprünglich gezüchtet worden im Mittelalter für Adeligenhäuser als Schoßhunde, Hündchen. Später hat man dann aber entdeckt im Volk, dass diese Prager Rattler einen sehr starken Instinkt haben hinsichtlich Kleintiere zu töten, also Ratten und Mäuse, und sind so auch unters Volk gekommen. Und man hat sie tatsächlich dann eben speziell auch in Prag dafür genutzt, um damals in den Gängen, Kellern, Rohren dann eben nach Ratten zu jagen. Man kann Mimis Charakter beschreiben als wie von einem Dobermann. Sie macht sehr oft große Hunde an. Kleine Hunde lässt sie links liegen. Die können eher nichts, aber die großen Hunde, die werden grundsätzlich erst einmal angemacht und verbellt. Und sie merkt das eben nicht, wie klein sie selber ist. Wenn Mimi einen Hasen sieht oder riecht oder auch eine Katze, dann fängt sie wirklich fürchterlich an zu schreien. Sie schreit dann laufend hinter diesem Tier her. Und vergeudet dadurch auch sehr viel Energie, weil sie dann so aufgeregt ist, dass sie dann schreiend ständig da hinter dem Tier herläuft. Ne? Ist eine ganz witzige Situation. Aber ist halt symptomatisch für sie. Also Mimis absolutes Lieblingsspielzeug ist ein Stofftier, ein großer außerirdischer Bär oder was auch immer das ist. Dieses Tier liebt sie abgöttisch und dieses Tier wird also jeden Tag von ihr geknuddelt, bestiegen, an dem Tier wird herumgezerrt und es gibt also ganz lustige Situationen mit diesem Spielzeug. Gib mir den Alf. Gib mir den Alf. Also, komm. Wie soll ich das jetzt nochmal sagen? Bring den Alf hier. Wir haben fein. Den einzigen auf einem Plüschtier bumsenden Prager Rattler der Welt. Das ist halt so. Umgangssprachlich gesehen. Bei Mimi ist das so, dass sie mich so liebt, wie ich bin. Egal, was ich mache oder tue, sie will mir gefallen. Und das Schöne ist, dass sie einen immer gern hat, dass sie einem immer gefallen will. Und das ist auch der große Unterschied zum Menschen. Dass der Hund, dass also meine Mimi mich abgöttisch liebt und alles für mich tun würde. Sie will mich beschützen, sie will aufpassen, dass alles funktioniert und dafür verlangt sie eigentlich nicht sehr viel im Gegenzug, sondern einfach nur Zärtlichkeit, Futter, dass man mit ihr rausgeht und einfach ja, eine harmonische Stimmung in der Familie. Ganz lustig ist es, wenn Mimi mir gegenüber zeigen will, dass sie mich liebt. Dann versucht sie, meine Füße zu lecken. Was natürlich lustig ist, weil das bei so einem kleinen Hund und so einer kleinen Zunge auch wirklich kitzelt. Das Lecken, vor allen Dingen nach dem Mund oder ins Gesicht, das ist ein rudimentäres Verhalten von Hunden, was das zurückgeführt wird auf das Rudelverhalten bei Wölfen. Und das versuchen Hunde immer wieder, dass sie die Menschen versuchen zu lecken. Hört sich lustig an, aber ist so.
Die Stimmung, die man als Mensch hat, die merkt der Hund unmittelbar. Wenn ich traurig bin, dann merkt Mimi das. Dann legt sie sich neben mich, guckt mich so ganz traurig an, hinterfragt das, was könnte sein. Wenn ich Freude habe und lustig bin, dann ist sie auch mit mir ein bisschen aufgeregter. Und das ist also ganz auffallend, wie stark ein Hund, speziell jetzt eben Mimi, solche Stimmungen merkt. Ich empfehle auf jeden Fall anderen Menschen einen Hund zu halten, weil ein Hund eine sehr starke Gemeinschaft schafft innerhalb einer Familie. Ein Hund ist ein sozialer Faktor und gerade wenn Kinder in einem Haushalt leben, dann spielen Faktoren wie Rücksichtnahme, fairer Umgang, Sorgen füreinander, nämlich in Bezug auf Spazierengehen und Fressen geben, eine ganz starke Rolle. Kinder lernen, mit Tieren umzugehen und das Familienleben wird einfach schöner. Und also Mimi gibt ganz viel Nähe und Aufmerksamkeit und ja, Zärtlichkeit.